Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Video für Transport Fever 2, einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich diese super coole Station, diesen Bahnhof, und naja, Bahnhof kann man sich nennen, diesen Haltepunkt. Hatte ja jemand letztens auch bei meiner Mod-Vorstellung zu diesen unterschiedlichen Bahnstationen von Marius Gaming angemerkt. Es ist ja eigentlich kein richtiger Bahnhof, sondern ist ja eher nur so ein Haltepunkt. Ja, wir haben eine Elevated Station. Lange Rede, kurzer Sinn. Und das Ganze basiert auf diesen Bahnstationen von Marius Gaming. Der gute User Axel aus dem Steam Workshop hat sich die angenommen. Und zwar sind das diese hier. Nochmal kurz zum Zeigen. Da ist ja dieser Bahndamm. Und er hat diesen Bahnhof, diesen Haltepunkt quasi genommen und so ein bisschen umfunktioniert. Riesen Dank an dieser Stelle. Er hat das Ganze Roughly Usable Elevated Station oder so genannt. Also es ist jetzt nichts, was final ist, würde ich jetzt mal sagen, oder was nahe kommt der Elevated Station aus dem ersten Teil, weil man kann nur zwei Bahnsteige nehmen. Und ja, das ist halt etwas abgespeckt, würde ich mal sagen. Aber es ist richtig, richtig cool. Ihr seht, das Ganze funktioniert auch. Er hat geschrieben, dass manchmal gehen die Personen nicht hier die Treppe hoch, sondern die teleporten sich da hoch. Er weiß überhaupt nicht, woran es liegt. Aber das Ganze ist trotzdem nutzbar. Definitiv. Ihr seht hier auch der große Vorteil zum... Also ich baue das gleich mal nebeneinander. Dann seht ihr hier, wenn ihr so einen Bahndamm hier aufgeschüttet habt, war ja hier zugeschüttet die Treppe. Jetzt ist die Treppe frei und man kann hier schön hochgehen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, und die Treppenaufgänge sind auch an beiden Seiten. Tram fährt auch. Ich habe hier einfach mal so einen Testkreis gebaut. Aber wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Den Download-Link findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch meine Mod-Liste als Google-Dokument. Da habe ich alles aufgelistet, was ich habe. Steht auch dabei, ob es aus dem ersten Teil ist oder nicht. Und da findet ihr auch den Link zu meiner Steam-Kollektion. So, wir bauen einfach mal beide nebeneinander. Ihr seht ja hier, Roughly Made Elevated Station, genau. Und da steht auch dabei, and there may contain any unexpected bugs. Also ich habe das jetzt reichlich getestet. Ich habe noch nichts festgestellt. Also ihr braucht da keine Angst haben. Wir bauen mal hier die Bahnstation von Mayuan. Seht ihr ja die Straße dabei. 180 Meter Standard Oberleitung, genau. Und dann bauen wir die mal daneben. Auch 180 Meter. Und dann seht ihr könnt hier die Höhe einstellen, ob die 15 Meter, 20 Meter oder 10 Meter hoch ist. 20 finde ich ein bisschen viel, 10 ist zu knapp, um unten drunter noch Gleise zu bauen. 15 würde ich empfehlen, 12 wäre perfekt, aber ja, funktioniert leider nicht. Ihr könnt aber, genau, ihr könnt die ja noch hier mit Punkt und Komma so verstellen, wie ihr die braucht. Das Blöde ist nur, dass die Straße dann im Boden versinkt. Ja, dann könnt ihr noch die Länge einstellen und den Straßentyp. Also ihr seht, ihr könnt nicht auswählen, wie viel Gleise, aber ja. Und nächste Neuerung, wir haben an beiden Enden Straßenanschlüsse. Und wenn ihr hier auf elektrifiziert geht, habt ihr auch auf beiden Straßen dann Tramgleise mit Oberleitung. So, ich würde sagen, wir nehmen mal hier unseren Passagierbahnhof, machen da mal 8 Gleise, machen das mal länger. So, dann baue ich den mal hier hin und dann seht ihr, überhaupt gar kein Problem, das übereinander zu bauen. Hier ist natürlich, ja, hier ins Bahnhofsgebäude wäre schlecht und so wäre auch schlecht. Aber man kann sich das ja so ziehen, wie man das braucht. Könnte man jetzt hier schön, zack, und schon hat man einen Turmbahnhof. Und man könnte, wenn man mehr Gleise braucht, könnte
man das Ganze natürlich nebeneinander bauen. So nah wie es geht. Hat er auch geschrieben, das wäre so eine Möglichkeit, auch mehrere Gleise zu bauen. Man baut einfach zwei Bahnhöfe. Jetzt heißt der eine natürlich Kottenheim Haltepunkt und der andere Kottenheim Anbau. Was mir auch aufgefallen ist hier, wenn man weggeht, die Schrift wird verschwommen. Jetzt habe ich noch gar nicht geguckt, ob das beim Original auch so ist. Na, bauen wir mal hier hin. Scheint so. Also im Kameratool sieht man das am deutlichsten. Ja, und auch bei der Aufnahme mit dem Tool wird das dann nicht scharf. Das ist ein bisschen seltsam. Ist ja immer so, hier hinten die Bäume sind ja auch alle unscharf. Oder hier der Busch. Aber wenn man dann aufnimmt, ist es dann scharf. Das ist hier bei der Schrift nicht so. Ein bisschen seltsam. Nehmen den nochmal weg. Und ihr seht, das funktioniert alles. Ohne Probleme. Aber hier 10 Meter, zeige ich euch auch nochmal. Das kann man bauen. Hier. Aber ihr seht, das ist zu tief. Definitiv. Das sieht nicht schön aus. Das könnte man bauen, wenn man keine Oberleitung hat. Aber mit Oberleitung ist das einfach zu tief. Aber auf jeden Fall eine klasse, klasse Sache. Achso, hier wollte ich euch nochmal zeigen. Hier seht ihr ja, Treppe verschüttet. Und hier, wunderbar, kann man hier hochgehen. Auch hier, dass hier die, das ist jetzt nichts Dramatisches, aber ihr seht, die Brückenpfeiler gucken hier halt aus der Wand raus. Und da hier ist auch wieder das Problem, wenn man den falschen Kamerawinkel hat, verschwindet dieser Betonklotz. Ich werde es trotzdem nutzen. Oder auch hier. Das ist natürlich auch, seht ihr das Schild? Das hängt hier irgendwie so. Mit einem größeren Abstand. Aber das sieht man wirklich nur, wenn man ganz genau hinguckt. Und hier liegt das halt an. Fast. Und das Ganze, wie gesagt, funktioniert auch wunderbar. Die Passagiere steigen hier ein und aus. Jetzt können wir ja mal gucken, ob die wirklich einfach teleportiert werden. Ja, scheint so. Ja. Ja, die gehen hier rein und dann zack sind sie oben. Ja, ist so eine kleine Kinderkrankheit, ist jetzt nicht optimal. Aber da wir mit Bahnhöfen eh nicht gesegnet sind, bisher im zweiten Teil, scheint wirklich extrem, extrem schwierig zu sein, gerade modulare Bahnhöfe zu bauen oder Module, einfache Module für die Bahnhöfe. Mich da jetzt auch mal mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, das liegt einfach an Urban Games. Die müssen da nachliefern, nachbessern in den Spieldateien, dass das Ganze auch funktioniert. Weil der Oppi hat ja den niederländischen Regionalbahnhof gemoddet und der hat ja auch schon definitiv dabei geschrieben, wenn jemand auch noch einen modularen Bahnhof bastelt und den veröffentlicht, wird es da zu Problemen führen mit seinen Dateien. Die einen überschreiben dann die anderen und ja, so schön die modularen Bahnhöfe sind, so blöd ist es halt für die Modder, das umzusetzen, was sie möchten. Und hier haben wir ja auch keine Module, wie ihr seht hier unten, keine Module. Hier haben wir den Reiter, um die paar Sachen auszuwählen und sonst nichts. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Richtig tolle Sache. Auch wenn es nur zweigleisig ist. Aber wie gesagt, ihr könnt ja, wenn ihr Bock habt, einfach 2, 3, 4 nebeneinander bauen. Dann habt ihr das Ganze auch mehrgleisig. Also um eine Hochbahn zu bauen, ist es auf jeden Fall schon mal ausreichend. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Bahnhof und
Würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören. Macht's gut, Leute. Ciao.